Hey Genossen, checkt die Flossen, hier ist euer Upper Class und willkommen bei einer neuen Folge Holzfäller Simulator 2014. So. Wir haben jetzt die Pre-Alpha, die haben nur wir. Und ja. Wir stellen wir euch schon mal ein bisschen vor. Ja, hallo, Adahem ist auch wieder mit dabei. Würde ich mal sagen. Hallo. So, wir hacken jetzt diesen Baum weg. So, die Bäume hier im Holzfäller-Simulator sind auch ziemlich hartnäckig, wie man sieht. Ja. Gut, dann lassen wir es dann doch lieber. Naja. Und wandern durch diese wunderschöne Landschaft. Okay, wohin gehen wir? Hier in der Nähe soll es eine Burg geben. Und ich dachte, da gehen wir einfach mal hin. Nennt sich Devil's Castle. Klingt auch sehr vielversprechend. Ja, und auf dem Black Mountain, oder, gell? So war das. Nee, das war die Black Castle. Achso, es gibt es zwei. Ja, es gibt noch eine große. Die Black Mountain, das war die kleine. Da waren wir vor kurzem. Das wollten wir in der Aufnahme festhalten. Aber hat leider nicht geklappt. Ja. So, schauen wir, ob die Stadt noch... So, ich gehe mal hier wieder in die dritte Perl. So, das hier müsste jetzt das kleine Örtchen sein, wie auch immer der Name ist. Ich gehe mal ins Wirtshaus und schaue, ob da noch... Mach das. Sieht noch zu aus alles. Ja, ich denke mal, hier oben ist auch niemand. In der Nähe ist zwar das große Airfield, aber... Ja, sehr schön. Ich habe jetzt so ein Chest-Holster, oder wie es heißt. Oh, wo man die Waffe reinstecken kann. Aber nur die Pistole, ne? Ja, nur die Pistole, aber das sind auch vier Pistole. Also wenn du jetzt eine Pistole hast, dann ist natürlich super. Ja, habe ich ja. Ach, du hast auch eine. Ja. Aber ja, nur stimmt, mit einem Schuss. Ich habe auch noch eine. Da kann ich dann mal versuchen, meine Muni reinzuziehen. Vielleicht ist die ja dafür. So. Nee. Ah, 45er, naja, da brauche ich ja gar nicht lange über... Oh, Zombie. Okay, hier liegt auch eine Feueraxt, aber hast du ja schon eine. Ja, ja. Natürlich. So, Zombie erschlagen. Na, ich höre einen, aber der ist nicht da, wie bei mir. Ich höre schon wieder einen, ja. Ach, da hinten. Ah, okay. Und hinter dir ist auch einer. Ja. Wow. Ja, jetzt hat er mich getroffen, okay. Ja, mich wurde auch getroffen, aber macht nichts. So, Bild ist noch schön scharf. Das Hüpfen machen die auch gar nicht so oft, aber wenn sie es machen, dann ist es echt fies. Ja. So, ich habe schon wieder zweimal Essen gefunden mittlerweile. Hier liegt auch eine Axt. Und ein Baseballschläger liegt hier. Ja, die Stadt sollte man sich auf jeden Fall merken, wenn man mal wieder neu anfängt. Können wir das nächste Mal im Baseball-Simulator spielen. Oh, auch eine Idee. Hunter Pants. Du hattest ja auch schon Hunter Pants an, ne? Ja. Welche Qualität haben deine? Ich schau mal schnell. Weil die ich hier gerade hab, die sind im guten... Ja, die sind hier im guten Zustand hier. Wo bist du? Pristine sind die. Weiß nicht, was, ob das jetzt besser ist. Ich nehme sie mal mit. Wo bist denn du? Hier in dem großen Haus, das war neben den. Ach so, in dem Schornsteinhaus, oder? Oh, was zu trinken. Ja, da liegt doch die Axt. Schätze ich mal, da wirst du hier drin sein. Ja, ah, bist du. Hallo. Hier, schmeiß dir mal die Hose hin, dann kannst du gucken. So. Okay. Wir spielen jetzt eine Runde Kochsimulator. So, was mache ich denn heute zum Essen? Ja, ich mach mal. Ja, warum hat Peggy den eigentlich noch gar nicht gespielt? Der spielt doch alles Mögliche. Es gibt ja auch den Toilettensimulator. Ja, der Kochsimulator, der ist noch in der Alpha, deswegen geht er noch nicht gescheit. Das geht noch nicht. Nee. Also muss man gucken. Ich weiß nicht, ob die Hose jetzt besser ist. Man muss mal die Zustände sich mal angucken in der Tabelle oder sowas, wie, wo ja, besser ist. Rein. Egal. Also ich weiß nicht, wenn die Hose... Deine hat ja auch 6 Plätze, ne? Ja. So. Ja, modisch zumindest nicht perfekt.
Auf jeden Fall. Liegt total im Trend. So, irgendwo sollten wir uns einen Ansatzpunkt finden, wo wir ganz genau in dieser Stadt sind. Ja, wir haben schon beide M4, aber kein Kompass. Ja, das ist das große Problem. Selbst wenn, müssten wir aber auch einen Ausgangspunkt wissen. So. Warum habe ich überhaupt noch die Axt in der Hand? So. Ich weiß ich nicht. Weil du vielleicht nicht laut sein möchtest. Ich schaue hier gerade mal schnell auf der Karte. Also ich würde sagen, wir suchen mal hier die Kirche. Und zwar müsste das... Die ist hier, in die Richtung, neben uns hier, sofort. Zombie. Oh, die springen jetzt aber oft. Ja, ich... Update war aber nicht, ne? Nicht wirklich. Wo bist du? Doch so, hier ist die Kirche. Ja. Das ging aber schnell. So, okay. Willkommen bei Kirchensimulator. Ich betrete ja, dieses Gebäude auf. Nicht. Gut. Nee, ja, dann würde ich mal sagen, dann weiß ich, wo wir sind. Ja, ich weiß auch, wo wir sind. Auf der Karte. Kirche. Ja. Na dann... Richtung... Gehen wir großes Airfield, oder? Ja, ich würde erstmal sagen, hier dort in die Richtung, dann zur Burg. Und das große Airfield heben wir uns für die nächste Episode auf. Das ist doch eine Idee. Nächsten Episoden. Oder nächsten Episoden. Oder ob wir so schnell da sind, weiß ich nicht. Ach, das ist so gar nicht so weit. Oh. Du backst gerade irgendwo hinter mir. Ja. Nee, ich bin... Naja, du warst gerade irgendwie in mir drin. Das klingt irgendwie nicht richtig. Ja. Das ist einfach. Wie lange wollen wir jetzt eigentlich die Folgen machen? 20 Minuten würde ich sagen. 20 Minuten, weil ja der Wunsch kam, dass die Folgen etwas kürzer werden. Ja, und also, ich denke 20 Minuten ist ein gutes Zwischenmaß. Das klingt sehr gut. Also irgendwas zwischen 20 und 30, immer plus minus ein paar Minuten. Denke ich mal. So, wir haben jetzt auch gar nichts zu reden, oder? Ich weiß nicht, wir haben bestimmt eine Menge zu reden. Und zwar wollten wir doch jetzt ab Anfang März vielleicht 7 Days spielen. Auf jeden Fall. Das war doch so die große Idee, also... Da mal schön ein paar Häuser hinbauen und... Burgen, alles was hier uns hier fehlt. Also 7 Days ist so gesehen das Minecraft 2. Ja. Oder 3 oder 4, kann man. Also sagen. Minecraft für Erwachsene, sagen wir es mal so. Während alle anderen Minecraft Kopien ja auch weiterhin für nicht unbedingt nur für Erwachsene gedacht waren, ist 7 Days ganz klar nur für Erwachsene. Durch die Zombies und doch die sehr bedrohliche Hintergrundmusik. Und wir wissen, ich bin natürlich auch erwachsen. Ja, natürlich. Übererwachsen. Naja, ich meine mit erwachsen, Minecraft kannst da auch einen 5-Jährigen in die Hand drücken und der spielt das. Ja, ich mehr oder weniger. Und dann stellst du auch notfalls noch die Creeper und Zombies aus und dann geht das auch. Aber ich meine, selbst wenn du 7 Days auf easy und leicht stellst, ist es immer noch unheimlich und bedrohlich. Allein wegen der Hintergrundmusik, Musiken, Sounds, egal. Also während man hier immer panische Angst hat, von irgendwelchen Spielern überrascht zu werden, öffnet man da eine Tür und kriegt einen Schreck, weil da ein Zombie steht. Ja, oder man hackt Bäume und... wird erschlagen. Ja, so sieht's aus. So, ich sag's nur ungern, aber ich bin in die falsche Richtung vorgelaufen. Aber macht nichts, laufen wir den langen Weg. Also hier, Leute, sind wir bei Wandersimulator. Und zwar haben wir vergessen, den Mod Kompass zu installieren. Ja, leider.
Und jetzt bin ich halt nach Norden gelaufen, statt halt eher westlich zu laufen. Kann ja mal passieren. Wir müssten gleich hier links Felder bekommen. Wenn das der Fall ist, sind wir richtig. Ja. Links ist ein Feld. Na wunderbar. Dann müsste auf dem Berg dahin, den du schon siehst, theoretisch die Burg sein, also im hinterm Wald. Berg. Hinterm Wald. Na geradezu. Ich sehe nichts. Du siehst nichts. Na, hier hinter den Bäumen, die vor uns sind, also jetzt vor mir, sind da nochmal so ein kleines Wäldchen. Okay. Ach, da oben, oder? Und da oben. Und dahinter ist die Burg. Okay. Die sollten wir jetzt eigentlich auch noch erreichen, denke ich mal, in der Episode. So, momentan Gesprächsthema Nummer 1, während wir hier aufnehmen, ist ja auch, dass Facebook WhatsApp gekauft hat. Ja, na gut, ich meine, wundern tut's mir nicht, nur die Summe finde ich echt erschreckend. Ich meine, wüsstest du, was du mit 19 Milliarden Dollar anfangen sollst? Also, ja, Milliarden. Die kannst du niemals ausgeben. Außer du kaufst WhatsApp, aber okay. ich würde erstmal... Also, Daisy, keine Ahnung. Ich würde mir erstmal einen gescheiten Rechner kaufen, damit ich gescheit aufnehmen kann. Ja, das kann man natürlich machen, aber für 19 Milliarden kriegst du ja fast den Rechner, mit dem die NSA uns gerade belauscht. Also nochmal Grüße an die NSA. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Ja, man muss dazu sagen, wir haben beide den gleichen amerikanischen Abonnent. Genau, in Missouri, USA und dementsprechend wünschen wir auch ihm viel Spaß. Ich hoffe, er versteht uns. Und mein Kumpel, der auch einen kleinen Kanal hat, der hat auch den, das ist sein einziges Abonnent. Echt? Oh, ja. Ja, das geht relativ schnell. Ne? Also, ich hatte den auch, ich habe ja hier ein mehr oder weniger schlechtes Video hochgeladen, wie man auf einem Asus Netbook mit einer SD-Karte Linux installiert. Und da habe ich den Abonnenten halt bekommen. Das war mein erstes Video, was ich hochgeladen habe. Und anscheinend wollten sie wissen, ob ich da eine Anleitung mache, wie man irgendwelche Bomben baut oder so. Ja, nee, die NSA weiß nicht, wie man Linux auf mit einem SD-Stick installiert. Ja gut. Haben die nicht die entsprechenden Fachleute. Ach so, naja gut, dann ist ja klar. Ist ja nur ein kleiner Betrieb. Ja. Die 2-3 Mitarbeiter. Ja, also, ihr 2-3 Mitarbeiter von der NSA, fühlt euch mal gegrüßt hier an der Stelle. Ja, die dann hier Deutsch sprechen. Ja, aber WhatsApp gekauft, gut, mich stört es ja soweit erstmal nicht. Ich meine, klar, ich bin auch WhatsApp-Nutzer und ich denke mal, du auch. Ja, klar. Ich meine, aber wenn sich wirklich erstmal nichts ändert und gut, Facebook wird wahrscheinlich jetzt die Daten versuchen, irgendwie mit ihren Konten noch wieder zu synchronisieren, damit sie noch mehr Pakete haben, die sie verkaufen können, weil sie dann somit auch noch die Telefondaten kriegen. Ja. Ja, ich denke, ich werde, sobald man das mit Facebook verbinden muss und es nicht so darum herumführt, werde ich auf eine Alternative zurückgreifen, welche ich mir auch schon runtergeladen habe. Ja, welche hast du dir runtergeladen? Frida oder so heißt es. Mhm. Muss man nur noch seine Freunde und Bekannte davon überzeugen, diese auch runterzuladen? Ja, die App, wo ich weiß nicht, wie genau sie heißt, auf jeden Fall, die habe ich runtergeladen, die kostet 1,60. Ah doch, ja doch, habe ich auch gesehen. Stimmt, die wollte ich mir vielleicht auch noch runterladen. Also da wollte ich dann auch noch meine Freunde überzeugen, dass sie sich die dann runterladen und dann geht das. Ja, ich meine 1,60 ist ja nicht viel. WhatsApp kostet ja auch mittlerweile. Ja, und WhatsApp kostet ja jährlich bei Android 89 Cent. Also für die Nutzer von Apple ja nicht. Die zahlen ja nur einmal. Aber... Gut. Ah, ja. Ist schön hier. Endlich wieder auch alles in Farbe. Und schön offen hier. Ja, so aber gut, wir sind jetzt definitiv hier auch am Arsch der Welt, also. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht gleich in ein großes Loch fallen. Dann wird's unangenehm. Genau. Ja, hier sieht man ja auch schon den Hügel. So. Ja, genau vor uns. Da gehen wir dann hoch und das große Loch wird die Burg sein, denke ich mal. Dann hoffen wir, dass wir nicht reinfallen. Nee.
Dann mal schauen. Also ich denke, bei der Burg werden wir auch wieder ein paar Zombies begegnen. Ja. Und wir könnten ja da ein bisschen vorsichtiger sein, denn ich glaube, da könnten auch mal ein paar Touristen sein. Die auf die gleiche Idee kommen wie wir, einfach mal zeigen. In toter und in lebendiger Form. Ja, naja, gut, auf jeden Fall die Tote, auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht. Ist glaube auch gar nicht sinnvoll, hier so schräg zu laufen. Nee, dadurch wird der Weg ja auch wieder länger. Ich weiß nicht, ob das nur was bringt. Habe ich dich jetzt überholt? Nee, du bist da. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich bin in Schreck gelaufen und du bist auf gleicher Höhe, also. Das bringt nicht wirklich was. Also höchstens für die. Sieht auch ziemlich lustig aus, wenn ich wieder hochläuft. Ah, du hast ja auch keine Waffe in der Hand, ne? Ah, ich trage sie lieber mit mir, dann kann ich schneller reagieren. Ja, ich bin hier der Wanderer. Der Wandermann. Ja. Wohl ein Wanderrucksack. Ja, ich hoffe, die Aufnahme wird heute gut, weil ich benutze ein neues Programm zum Aufnehmen. Ich benutze heute Loilo. Und das ist eine kostenlose Software. Eigentlich war ich gestern recht gut beim Testen überzeugt von. Jetzt sieht man die Burg. Jetzt weiß ich nicht. Also hier die Frames sind doch relativ im Keller, so wie bei Fraps. Mal schauen, wie das wird. Ja, da ist die Burg. Das sieht doch schick aus. Auf jeden Fall. Da werden wir uns jetzt mal auf den Turm bewegen. Ansonsten nähern wir uns den 20 Minuten. Das ist nämlich auch der Vorteil bei Loilo, man sieht, wie lange man schon aufgenommen hat. Ja, das sehe ich nicht. Das ist der Riesenvorteil. Und einzig und allein deswegen nehme ich jetzt auch mit dem Adalhelm auf, damit ich nicht die Stoppuhr starten muss. Ja, genau. Ich bin seine Stoppuhr. Anderen Zweck habe ich auch nicht zu erfüllen. Also wenn hier irgendwelche anderen Spieler kommen, laufe ich auch irgendwo ins Dickicht und lasse dann Upper Class ganz alleine, weil ich bin ja nur die Stoppuhr. Ja. So sieht's aus. So. So läuft der Hase. Aber ich weiß nicht, ob wir die Burg doch noch. Naja, dann wird's ein bisschen länger als 20 Minuten. Dann erreichen wir die Burg doch noch. So fängt's schon mal gut an. Ja, naja. Ich weiß ja nicht, wie lange wir gebraucht haben, um dass wir die Aufnahme wirklich 100% gestartet haben. Ja, stimmt auch wieder. Aber drei, vier Minuten waren es ja auch. Wenn es dann mal 25 Minuten sind, tut uns das wirklich leid. Die nächste wird auf jeden Fall kürzer. Aber wir werden halt verhindern, dass es halt wieder 30 oder 33 Minuten Aufnahmen werden. Das werden wir mal versuchen. Ich komme mir so armselig vor ohne Waffe und du rennst damit M4 rum. Jetzt habe ich sie auch mal gezogen gerade eben. Ja, ich schaue mich hier auch ab und zu mal ein bisschen um. Ach, warum denn? Ich würde uns gar keiner sehen können. Schönes offenes Feld. Aber wenn wir angeschossen werden oder Schüsse hören von einem Sniper, dann müssen wir im Zickzack rennen. Dann ist es sehr schwer für ihn uns zu treffen. Das gut. Dann nehmen wir die Hasenrenntechnik. Ja, naja gut, das klingt schon mal nicht schlecht. Und Richtung Wald. Ja. Aber ich glaube, ein Sniper würde hier nicht warten. Obwohl ich nicht weiß, ob man von hier vielleicht das Flugfeld sieht. Also das werden wir gleich oben auf dem Turm natürlich testen. Ich hoffe mal nicht. Wobei, so schlimm wär's ja auch nicht. Ja, dann könnte man schon mal überblicken. Eben. Und dann wäre die Chance groß, dass da ein Sniper liegt. Ja, aber ich war schon mal auf der Burg. Das. Ja, eigentlich ist es noch ein kleines Stück. Nee, das ist noch ein Stückchen. Also, wir müssen noch dann zu einer Ortschaft. Mhm. Zu Grishino. Oder wie die auch immer heißt. Ich nenne die jetzt so. So wird es zumindest geschrieben. Und dann. Ja, man nennt es auch Bushido. Ups. Bushido? Ja. Vor dem hat man auch nicht mehr irgendwas gehört. Und doch, da hat man eigentlich gerade ziemlich viel. Echt? Ja, der hat gerade Beef.
Hat er wieder seine komische Mafia-Geschichte? Ja, ja. Gut. Ich dachte, das wäre schon wieder vorbei. Ne, der hat, glaube ich, immer mit irgendjemandem Stress dann. Ach so. Dann bleibt man im Trend. Ah. Ja, immer im Gespräch bleiben. So, da sehen wir auch schon die Burg. Mal schauen, ob da jemand liegt. Oder steht. Oder steht. Also ich sehe gerade noch niemand. Nicht so wie gestern beim Seventh Day spielen, wo dann plötzlich vor mir 5 Zombies auftauchten. Das war natürlich, das war sehr lustig. Ja, nochmal zu 7 Days, wir werden das halt auch erst im März. Ja, weil da kommt das neue ungefähr. Update. Genau. Mit sehr viel, also gerade die Grafik wird verbessert und es kommen halt nochmal so, Schleichen kommt mit rein, dann kann man sich bei den Zombies vorbeischleichen und mal schauen, was noch alles kommt. Also es kommen noch eine Menge Zusatzpakete, ich weiß nicht, ob jetzt schon das neue Terrain mit bei sein wird. Ja. Ansonsten Schneesturm soll kommen. Eben deswegen denken wir, das ist nicht sinnvoll, wenn wir jetzt anfangen und dann... Richtig, weil wenn wir jetzt anfangen würden, müssten wir so mit dem neuen Update wieder anfangen. Ja. Und weil sehr wahrscheinlich sind die Karten nicht kompatibel. Und dementsprechend... So, wo kommt man hier hoch? Da muss man an der Seite, glaube ich. Hier. Also hier gibt es mehr zu looten. Hier haben wir doch was. Da, wo ich bin. Hier geht es doch schön hoch. Dahin. So, ich würde sagen, wir gehen wieder langsam die Treppe hoch. Aber ich habe. Die Treppen, die sind noch nicht gefährlich. Ja, ich habe eigentlich keine Lust, da runterzufallen. Mich hat erstaunt, dass hier kein einziger Zombie war. Hier ist wieder ein paar Schuhe. Hab ich jetzt gar nicht drauf aufgepasst. Naja, ich denke mal, wir hätten den schon gehört. Oh, ich stecke mich wieder. Hier jetzt noch eine Hose. Also nicht, dass da oben jetzt einer nackt steht. Also erst die Schuhe, dann die Hose. Wenn da jetzt hier noch ein Hemd finden, steht oben ein nackter Zombie. Oder so. Oder nackter Spieler. Oder liegt da. Oder liegt da. Erschossen. Da haben wir auch erst vor kurzem einen die Hosen ausgezogen. Ja, aber als Entschädigung, hier steht nochmal ein Stiefel, haben wir ihnen dann Essen in die Hosen gepackt. Ja. Zweimal hintereinander auch noch. Das ist echt schade, dass wir da nicht aufgenommen haben. Ja. Also, ich habe mal meine Schuhe gewechselt. Okay. Ja, noch ein paar. Wunderbar. Ja, vielleicht Trendmeile. Dann würde ich sagen, ist das hier doch ein schöner Platz, um die Aufnahme zu stoppen und uns zu verabschieden. Warte mal. Mal sehen, ob wir das Airfield sehen. Müsste, glaube ich, irgendwo in die Richtung sein. Nee, alles sehr bewölkt bei mir. Ist ja auch nichts. Ja, liebe Freunde, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bei mir auch, meine lieben Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss. Ciao.